Was es ist von Erich Fried. Herzlich willkommen, meine lieben Literaturfreunde. Heute werde ich euch das wohl bekannteste Gedicht des österreichischen Lyrikers Erich Fried vortragen. Es stammt aus dem im Jahr 1983 erschienenen Band Es ist, was es ist und nennt sich kurz Was es ist. Vorgetragen von Sonja Sonny Hubmann. Es ist Unsinn, sagt die Vernunft. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Es ist Unglück, sagt die Berechnung. Es ist nichts als Schmerz, sagt die Angst. Es ist aussichtslos, sagt die Einsicht. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Ha, es ist lächerlich, sagt der Stolz. Es ist leichtsinnig, sagt die Vorsicht. Es ist unmöglich, sagt die Erfahrung. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Und was möchte uns Erich Fried mit diesem Gedicht sagen? Vermutlich, dass wahre Liebe niemals spekuliert, berechnet oder zweifelt, sondern immer nur den Ist-Zustand fraglos annimmt. Mag sein, dass dies nach zwei gescheiterten Ehen die späte Einsicht des Autors war. Aber wer war Egon Fried? Schon mit 5 Jahren spielte er auf diversen Wiener Schauspielbühnen. Traumatisch war dann allerdings die Erfahrung, die er als 17-Jähriger machen musste. Sein Vater, ein Jude, starb nach einem brutalen Gestapo-Verhör im Jahr 1938. Erich flüchtete nach London und holte seine Mutter sowie viele Freunde nach. Seine Großmutter wurde 1943 im KZ Auschwitz ermordet. In London arbeitete Egon Fried dann für die BBC, übersetzte aber auch Werke von Graham Greene, Dylan Thomas und William Shakespeare ins Deutsche. Aufgrund seines politischen Engagements nannte man ihn gerne den Störenfried, da er seine in Lyrik verpackten Ansichten oftmals bei politischen Kundgebungen verlautbarte. Als Teil der 68er-Bewegung in Deutschland zählten Rudi Dutschke und Ulrike Meinhof zu seinem Freundeskreis. Seine dritte Ehe, jene mit Catherine Boswell, hielt dann 23 Jahre lang, bis zu seinem Tod 1988. 3 Jahre zuvor war ihm aber noch das goldene Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien verliehen worden.